Professor Frank Decker, also wir haben, nehmen mal gerade den letzten Satz noch auf, die Ministerpräsidentenkonferenz, in der man sich verständigt und dann eine gemeinsame Position vielleicht auch formulieren kann. Aber die Vorstellung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zur Regelung der Migration und Asyl, die liegen ja relativ weit auseinander, oder was ist Ihr Eindruck? Zu weit auseinander? Die liegen in der Tat sehr weit auseinander und machen wir uns nichts vor. Wir sind jetzt im Wahlkampf oder im Vorwahlkampf. Und da spielt das Thema Migration direkt oder indirekt eine wichtige Rolle. Und ich denke, dass die Unionsparteien jetzt auch mit ihren Ministerpräsidenten versuchen, die Regierungsseite dort eben noch stärker unter Druck zu setzen. Es hätte ja zum Beispiel die Möglichkeit durchaus gegeben, dass man sich im Bundesrat verständigt auf das Sicherheitspaket. Aber das ist jetzt blockiert worden. Und man versucht in gewisser Weise jetzt eben auch die Bundesregierung bei diesem Thema vor sich herzutreiben. Und wenn man allein die Zahlen nimmt, wenn jetzt von 30.000 Flüchtlingen die Rede ist, würde das ja de facto bedeuten, dass Deutschland seine Grenzen dicht macht. Was hätte das für Folgen für das gesamte Europa? Wir können vielleicht sagen, die anderen Länder haben das in der Vergangenheit auch ein Stück weit auf Kosten Deutschlands gemacht. Aber kann jetzt die Antwort sein, dass wir das jetzt auf Kosten der anderen Länder machen? Das sind natürlich alles Fragen, die die Unionsparteien oder die Unionsministerpräsidenten auch beantworten müssen. Na gut, das ist ja zunächst eine nationale Angelegenheit, die Flüchtlinge, die Umsetzung dann der Unterbringung und der Versorgung und auch und so weiter und so fort, also der Integration ist Sache der Länder. Da geht es ja sowieso immer hin und her zwischen den Ländern und dem Bund. Wir haben da jetzt noch eine ganze Menge drüber zu reden. Glauben Sie, dass es vielleicht doch ganz gut ist, manchmal Maximalforderungen aufzustellen, um vielleicht Bewegung in die Sache zu bekommen, denn wir haben ja auch nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung mit Maßnahmen über den Tellerrand kommt, die jetzt sehr weitreichend aussehen. Selbstverständlich. Und der Elefant im Raum ist natürlich die AfD, die sich das im Grunde dann anschauen kann. Und sie ist ja die Partei, die im Grunde alle anderen Parteien vor sich hertreibt in dieser Frage. Auf der anderen Seite kann man ja nicht negieren, die Zahlen sind ja eben genannt worden. 1 Million Flüchtlinge seit 2016 plus 1,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine, dass wir da tatsächlich Probleme haben. Und diese Probleme kommen auf der kommunalen Ebene an. Und dann haben wir natürlich eine Dauerauseinandersetzung. Der Bund regelt auf der einen Seite, macht die Gesetze, aber die Kostenfolgen, die betreffen dann die Länder. Und da sagen die Länder natürlich mit einem gewissen Recht, dass sie da auch Kostenentlastung brauchen. Darum wird es jetzt auch in der Ministerpräsidentenkonferenz gehen. Und wir zeigen schon mal das Bild, das wir aus Leipzig bekommen, meine Damen und Herren, können es vielleicht auch, wenn wir wollen, sogar noch dann gleich zwischen uns legen. Das ist zumindest die Tafel, vor der sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die gleich anreisen, die Anreise sollte eigentlich schon um 20 nach 1 losgehen, vor die Mikrofone und Kameras stellen. Davon können wir ausgehen, müssen wir nicht ausgehen, das ist den Damen und Herren dann selbst überlassen. Das versuchen wir jetzt abzubilden. Da tut sich gerade etwas. Da kommt zumindest jemand mit Sicherheitspersonal rein. Es müsste ein Ministerpräsident sein, den wir aber nicht erkennen konnten. Außerdem stockt gerade das Bild. Das warten wir gelassen ab und schauen, was wir von dort, von den Regierungschefinnen und Regierungschefs vielleicht auch als, sagen wir mal, als Wegmarken genannt bekommen. Die vielleicht sogar weit auseinander liegen. Gut, jetzt sagen wir so, dieser Wahlkampf, der jetzt schon begonnen hat, der läuft schon, kann man den irgendwie in Kompromissen ausklammern? Denn auch Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen ja irgendwie eine Lösung präsentieren oder eine Haltung, eine gemeinsame gegenüber dem Bund. Ja, das hat ja Friedrich Merz auch selber gesagt. Er möchte eigentlich das Migrationsthema aus dem Wahlkampf heraushalten. Aber allein mir fehlt der Glaube, möchte man dann sagen, die Botschaft, dass Herr Merz es aushalten will, oder dass es überhaupt aus dem Wahlkampf herauszuhalten ist. Da gilt kommt, für alle. Da kommt eben der Elefant dann im Raum wieder ins Spiel. Natürlich wird die AfD
genau das gegenteilige Interesse haben. Und darauf müssen natürlich die anderen Parteien reagieren. Die Frage ist jetzt, ob man aber doch versucht, indem man sich auf Kompromisse verständigt, anders geht's nicht in der Demokratie, dann tatsächlich das Thema insoweit auch aus dem Wahlkampf rauszuhalten, als man dann tatsächlich Dinge auch schon politisch umgesetzt hat. Und da ist eben im Moment die Situation, das nehmen wir mal ein Thema, das macht die Union ja jetzt auch stark, Zurückweisungen an der Grenze. Und da sagt eben die Gegenseite, sagen SPD und Grünen, das wird allein aus rechtlichen Gründen schwierig werden. Und da muss man jetzt versuchen, tatsächlich auf einen Nenner zu kommen. Genauso wie man ja eigentlich bei dem Sicherheitspaket doch relativ eng beieinander ist und es im Grunde jetzt vielleicht dann tatsächlich mehr darum geht, wer einen parteipolitischen Vorteil aus dieser Diskussion zieht, als dass man sich versucht, tatsächlich in der Sache zu verständigen. Aber jetzt mal, dann bleiben wir ganz kurz bei, da wir noch keine Bilder aus Leipzig haben, die wir verwerten können, bei diesen Zurückweisungen, geht es denn da um, wer was will und wer was durchsetzen kann? Oder geht es nicht dann, wie Sie selber gerade sagen, auch um rechtliche Rahmenbedingungen, die das Ganze rechtfertigen oder nicht rechtfertigen? Kann man da nicht irgendwann einfach mal die Hausaufgaben machen und sagen, wir setzen jetzt Juristen dran, die erarbeiten jetzt sozusagen die juristische Grundlage, auf der man dann arbeiten kann, agieren kann? Ja, aber es führt ja kein Weg daran vorbei, dass dieses Thema letztlich nur auf der europäischen Ebene gelöst werden kann. Und da hat man sich ja jetzt in Europa nach langen Verhandlungen geeinigt auf dieses neue Asylsystem. Das wird jetzt eben auch schon wieder in Frage gestellt. Es wäre doch eigentlich sinnvoller, wenn die Politik erstmal daran ginge, das, was bereits beschlossen ist, dann eben auch konsequent umzusetzen, statt immer wieder neue Forderungen zu erheben. Und so kommt einem jetzt die Diskussion im Augenblick vor. Also es geht doch so ein bisschen darum, wer die Meinungshoheit erringt bei diesem Thema Migration. Und da ist es natürlich tatsächlich so, dass die Regierungsparteien, die Ampelparteien, zum einen, weil sie selber in der Regierung sind, zum anderen aber, weil sie vielleicht dort auch liberalere Positionen vertreten, in die Defensive gedrängt werden sollen. Also wer hat die Meinungshoheit derzeit? Die Meinungshoheit haben diejenigen, die auf eine restriktive Migrationspolitik aus sind. Gut, und man muss ja nicht automatisch eine AfD recht geben bei einer Thematik. Das Thema, wie gehen wir um mit der Migration, ist ja ein gesellschaftlich diskutiertes Thema. Es ist ja nicht eines, was jetzt quasi auf der grünen Wiese erfunden worden ist, oder? Na, natürlich, da gibt es ja auch einen Konsens. Irreguläre Migration muss gestoppt werden. Migration insgesamt muss begrenzt werden. Und sie muss eben auch deshalb begrenzt werden, dass diejenigen, die zu uns kommen, vernünftig integriert werden können. Darauf kann man sich doch grundsätzlich verständigen. Was das dann im Einzelnen bedeutet, darüber gibt es durchaus unterschiedliche Positionen. Aber unter den demokratischen Parteien sollte es doch auch hier möglich sein. Und man ist ja auch da schon sehr weit vorangekommen, dass man einen vernünftigen Kompromiss findet. Ja, also müsste man doch eigentlich nur einen kleinen Schreibblock auspacken und man schreibt ein paar Zahlen drauf. Jeder darf seine Zahlen draufschreiben. Ich sag's jetzt mal ganz nonchalant. Und dann einigt man sich auf einen Kompromiss, der irgendwie zwischen 30.000 und 200.000 liegt, oder? Ja, aber beim Kompromiss haben wir dann die Situation, wenn jetzt die Opposition einbezogen wird, die Opposition, die Union regiert ja im Grunde mit über den Bundesrat. Ja. Also dort wird sie dann in Kompromisse einbezogen. Dann ist aber ein Thema für sie auch im Parteienwettbewerb ein Stück weit verloren. Das kann sie dann nicht mehr als Oppositionsthema bespielen. Wollten sie ja im Wahlkampf auch nicht mehr bespielen. Ja, das sagen sie. Aber ob das tatsächlich dann so gemeint ist, ist ja eine andere Frage. Zumal, wenn es sich tatsächlich um ein Thema handelt, mit dem man die andere Seite in die Defensive drängen kann. Ja. Und das ist eigentlich so ein Grundproblem auch in unserem deutschen System, dass die Union auf der einen Seite mitregiert über den Bundesrat, dann muss sie sich aber auch in die Verantwortung nehmen lassen. Wir hatten ja schon ein anderes großes Thema, das Thema Bürgergeld. Da hat man sich im Bundesrat verständigt, aber im Nachhinein ist es dann im Grunde wieder aufgemacht worden. Und tatsächlich ist es ja auch eine Möglichkeit gewesen, dort die andere Seite dann in die Defensive zu drängen. Also dieses Problem muss dann die Opposition quasi für sich selber aus. Ja, Bürgergeld müssen wir jetzt leider mal an der Seite liegen lassen. Wieder zurück, weil Sie gerade die Union besprochen haben. Ein ähnliches
Aber anders geartetes Problem haben ja dann auch beispielsweise die Ampelparteien. Die müssten ja einen Kompromiss, auch den sie innerhalb der Regierung allein schon finden, wieder ihren eigenen Parteien, den Grünen, den Liberaldemokraten und den Sozialdemokraten verkaufen. Und selbst da gibt es ja auch Probleme. Selbst wenn man sich beispielsweise jetzt auf eine Obergrenzenzahl einigen würde, ich glaube, bei den Grünen und bei der SPD gäbe es da in parteiintern Widerstände, oder? Ja, den weitesten Weg haben da natürlich die Grünen zurückzulegen. Die SPD ist irgendwo in der Mitte, während die FDP sich ja doch sogar weit im Bundestag schon so geäußert hat, dass man eigentlich eher auf der Seite der Union ist in dieser Frage. Und da haben Sie völlig recht. Das ist auch in der Regierung schon schwer genug. Und dann gibt es natürlich immer auch so ein bisschen ein Überbandespiel. Also wenn die FDP dort im Grunde in der Union einen natürlichen Verbündeten wähnt, dann hat man dort die Möglichkeit, im Grunde die eigene Position auch innerhalb der Regierung besser durchzusetzen. Und umgekehrt nutzt die Union als Opposition natürlich dann auch die Meinungsunterschiede innerhalb der Regierung für sich selber aus. Wo läge denn jetzt nur eigentlich eine Lösung? Weil wir wissen ja alle, Sie haben ja selber auch gerade gesagt, das ist eine Problematik, an die wir dran müssen. Als Staat, als Bundesländer auch, die Migration so zu ordnen, dass sie verträglicher wird für den Normalverbraucher, verträglicher wird für die Regierungen und auch für das Staatssäckel. Wo liegt das Kompromissfeld Ihrer Meinung nach? Ich glaube, der Hauptansatzpunkt für die Lösung, wenn man das überhaupt so sagen kann, der Migrationsproblematik, liegt eben darin, dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht nach Europa kommen. Und deshalb ist ja der Ansatz, auch mit Ländern zu verhandeln, dass die Menschen sich nicht in die Boote begeben im Mittelmeer, sondern dass sie von den afrikanischen Ländern dann auch wieder in ihre Herkunftsstaaten zurückgeschickt werden. Dieser Ansatz ist ja grundsätzlich richtig. Aber wie schwierig das dann in der Praxis ist, kann man ja zum Beispiel daran sehen, dass jetzt das, was Giorgia Meloni macht in Italien, sie wollte das ja auslagern nach Albanien und sie ist im Grunde von ihren eigenen Gerichten in Italien zurückgepfiffen worden. Also das muss natürlich sowohl national als auch europäisch dann im Rechtsrahmen passieren. Aber ich glaube, dass das der richtige Ansatzpunkt ist. Und da hat es ja auch eine Bewegung gegeben, zum Beispiel auf der Regierungsseite. Es gab bei der SPD immer Stimmen, die das eigentlich abgelehnt haben, auch unter den Ministerpräsidenten, zum Beispiel Stefan Weil und die sich jetzt eben auch für solche Lösungen öffnen. Ja, die EU, wir haben es ja gestern erlebt, im EU-Parlament hat man ja auch nun heiß diskutiert, das Vorhaben, das die EU-Kommission da aufgelegt hat, über solche Asylzentren außerhalb der EU nachzudenken, dass das im Grunde genommen das Arbeitsziel ist. Glauben Sie, dass das möglich sein wird, also juristisch möglich sein wird und auch noch vielleicht gesellschaftlich vertretbar möglich sein wird, dass man tatsächlich außerhalb der EU zu Menschenrechtsbedingungen, die in der EU akzeptiert sind und so weiter, zu den ganzen Rahmenbedingungen solche Zentren schaffen kann und damit im Grunde genommen Menschen auch vielleicht davon abhält, sich auf eine gefährliche Überfahrt beispielsweise zu begeben, die dann manchmal auch den Tod bedeutet. Also ich denke, dass es möglich sein wird, auf diese Weise tatsächlich den Zustrom zu begrenzen. Das große Vorbild ist ja der Deal mit der Türkei gewesen. Und das ist ja, hat ja auch funktioniert, weil sich die Türkei, es hatte funktioniert, weil sich die Türkei daran gehalten hat. Aber wenn Sie jetzt etwa Tunesien betrachten, wo es ja eine vergleichbare Abmachung gegeben hat, ob das Ganze dann wirklich unter Achtung der Menschenrechtsstandards geschieht, da habe ich meine Zweifel. In Albanien? Aber das ist vielleicht, da an dieser Stelle muss man sich eben dann auch ehrlich machen. Da gucken wir dann vielleicht einfach auch weg. Denn das sozusagen, was dem gegenübersteht, das hat ja der Ministerpräsident Kretschmer eben noch mal gesagt, mit dem Stichwort innerer Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das ist eben dann
der innere Frieden auch in unserer eigenen Gesellschaft, auch die demokratische Stabilität. Und da gibt es einfach Akzeptanzgrenzen der Zuwanderung, die eben in der Vergangenheit, 2015, 2016 haben wir ja gesehen, überschritten worden sind. Was 2015, 2016 passiert ist, war letztlich ein Katalysator für die AfD. Die AfD ist durch diese Entwicklung eben auch deutlich erstarkt. Und von daher sehen sich jetzt eben die politischen Parteien eigentlich unter Druck, an der Stelle wirklich zu substanziellen Begrenzungen zu kommen. Und wie schwierig das ist natürlich auch erklärbar aus der Doppelsituation. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir wissen ja nicht, ob da möglicherweise auch noch weitere Flüchtlinge auf uns zukommen. Wir müssen davon ausgehen, ja. Je nachdem, wie der Krieg verläuft. Und ja. Da muss natürlich auch eine entsprechende Akzeptanz dann in der Gesellschaft geschaffen werden. Und nicht nur eine Akzeptanz, sondern auch die Finanzierung. Da greift ja die AfD auch ein in den Kommunen und sagt, hier die ganzen Flüchtlingsunterkünfte und Leistungen und so weiter und so fort, wo geht das Geld, wo kommt das Geld her und wo fehlt es an anderer Stelle? Das ist ja auch ein Thema auf der Ministerpräsidentenkonferenz, die Finanzierung der Migration und der Integration. Ja, ich hatte das Thema Bürgergeld ja eben schon mal angeschnitten. Ja, ja, ja. Da geht es eben auch, eben. Wenn der Finanzminister Lindner hat jetzt eben gesagt, man muss über das Bürgergeld für die ukrainischen Flüchtlinge zum Beispiel nachdenken. Muss man darüber nachdenken? Ich wäre da ein bisschen zurückhaltend. Natürlich haben wir ein gewisses Problem, wenn wir das auch mit anderen europäischen Ländern vergleichen, dass wir zu wenig in Arbeit bringen. Also ich glaube, das wäre schon ein richtiger... Also wir sind zu sozial. Ein richtiger oder Ansatz. Was würden Sie sagen? Ja, das könnte man, das könnte man so sehen. Auf der anderen Seite halte ich es schon für richtig, dass man... Wir haben eine andere Schutzverpflichtung gegenüber den ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Das ist nämlich ein Krieg, der in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet, als gegenüber denjenigen, die aus dem Nahen Osten oder aus Afrika zu also uns kommen. Also würden auch sagen, der Konflikt, der jetzt gerade sich an den Fronten um Israel herum auftut oder aufgetan hat, der schon jetzt über ein Jahr läuft und jetzt nochmal ausgeweitet wird in den Libanon hinein, da müssen wir auch noch mit Flüchtlingsbewegungen notfalls rechnen. Das ist eine andere Sachlage? Ja, selbstverständlich. Ich glaube, dass wir nehmen doch das Beispiel der Türkei. Die Türkei hat eben syrische Flüchtlinge aufgenommen und ich finde das auch richtig so. Ja. Zunächst einmal sind die unmittelbaren Nachbarländer gefragt und das bedeutet, wir haben gegenüber der Ukraine eine andere Verpflichtung als gegenüber Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Afrika.